Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Karl Ludwig Leiter. Ja, herzlich willkommen, Karl Ludwig Leiter, heute zu Gast bei mir. Herr Leiter, wo erreiche ich Sie im Moment gerade? Ich bin gerade in einem wunderschönen Oktobernachmittag in der Nähe von Heidelberg und wir wohnen in einem kleinen Dorf und heute ist seit Tagen der Himmel blau und es ist ein Tag, der goldener Oktober genannt werden dürfte. Also ein schöner Tag für das Gespräch, oder das wir uns ausgesucht haben. Herr Leiter, Sie sind demnächst auch live zu Gast in unserer Reihe Erfolg ist kein Zufall, in unserer Live-Vortragsreihe und werden dort über das Thema Zufriedenheit und Lebensfreude im Arbeitsalltag sprechen, so unter dem Schlagwort Karriereleiter oder Hamsterrad. Das ist ja durchaus ein Zustand, in dem sich sehr viele Menschen gefühlsmäßig befinden im Moment. Das würde ich mal annehmen. Jedenfalls die Menschen, die im Arbeitsleben stehen oder die Menschen, die im Geschäftsleben stehen, haben immer das Spagat zu meistern, wie man nach vorwärts, nach oben, nach Entwicklung und nach Expansion geht. Und gleichzeitig finden sich ganz viele Menschen in einer Tretmühle oder in einem Alltag, den sie sich am Anfang der Karriereleiter anders vorgestellt haben. Und Sie selber sind ja auch im Geschäftsleben tätig, Sie sind selber Unternehmer. Können Sie uns kurz beschreiben, was Sie mit Ihrem Design- und Grafikstudio so anstellen? Ich bin, wie gesagt, Grafikdesigner und ich habe ein Produktentwicklungsstudio. Das heißt, wir entwickeln Produkte hauptsächlich für den Papeteriemarkt. Wir machen das seit über 30 Jahren. Freiberuflich bedeutet, die alle Härte und Schönheit dieses Status zu erleben. Das heißt, manche Stellen sind sehr frei und wunderbar zu arbeiten. Gleichzeitig auch immer wieder die Unsicherheit der Märkte, die Unsicherheit, ob das Produkt, das man entwickelt hat, auch auf dem Markt sich durchsetzen kann. Das normale Alltagsarbeitsleben, das die Zuhörer und Menschen, die dieses jetzt auch hören, sehr wahrscheinlich auch haben werden. Jetzt sind Sie aber in Europa nicht als Unternehmer überregional bekannt geworden, sondern in erster Linie als einer der fundiertesten Kenner des Buddhismus und als Zen-Meister und Zen-Meditationslehrer. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe in jungen Jahren ein großes Interesse entwickelt für fernöstliche Weisheit und für Wissen und mache das seit den alten Hippie-Tagen. Natürlich Hippie kann man nur in seiner Jugend sein und irgendwann war die Zeit auch zu Ende. Dann habe ich bodenständig versucht, ein normales Leben zu führen. Ich bin verheiratet, habe Kinder, habe eine Verantwortung für Mitarbeiter und für Beruf, aber habe die Leidenschaft und die Liebe für die Meditation und die Faszination mit einem im weitesten Sinne spirituellen Dimension des Daseins nie verloren und habe das große Glück, beide Wege parallel gehen zu können. Sie haben in diesem Frühjahr Ihr erstes Buch publiziert mit dem Titel »Wie vor was? Die Zauberformel für Zufriedenheit und Zuversicht« und beim Lesen ist mir vor allem aufgefallen, oder dass Sie als jemand, der Meditation propagiert, mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist ja nicht unbedingt etwas, oder was man sich von fernöstlicher Weisheit so landläufig erwartet. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, wo Sie Ihre Traditionen herführen? Ich habe das große Glück gehabt, mit einem tibetischen Meditationslehrer Chögyam Trungpa Rinpoche lernen und lehren lernen zu können. Jemand, bei dem ich eine Ausbildung in den USA erhalten habe, zum Meditationslehrer. Und das war ein Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden hat. Der sagte, wenn Ihr Nachbar nicht mehr mit Ihnen normal reden kann, bloß weil Sie anfangen zu meditieren, haben Sie ein Problem. Nicht Ihr Nachbar. Wenn der Mensch, der Arbeitskollege, der Mensch auf der Straße, der Mensch, der sogenanntes normales Leben führt, wenn der einen esoterisch oder meditativ oder spirituell interessierten Menschen nicht mehr versteht, dann macht der spirituell interessierte Mensch einen Fehler. Dann hat er erstens nicht kapiert, dass es in der Meditation nicht darum geht,
eine Übung zu machen, die dem Leben überlegen ist, sondern der hat den Faden dahingehend verloren, dass Meditation mit Erde verbunden ist. Die traditionelle Meditation, als der Buddha, der historische Buddha, Erleuchtung erlangt hat, hat er als allererstes die Hand auf die Erde gelegt, die berühmte Hand-Erd-Berührungs-Mudra, und hat gesagt, die Erde ist mein Zeuge. Nicht der Himmel, nicht das Jenseits und keine höheren Mächte, sondern etwas sehr tief Irdisches. Und leider wird das in der spirituellen Szene seit vielen, vielen Jahrzehnten, auch speziell im Westen, sehr irritierend und auch missbräuchlich dargestellt, als wäre Esoterik, Spiritualität oder Meditation etwas, was besser ist als das, was der normale Mensch an diesem tagtäglichen Leben lebt. Und bei mir ist der Versuch im Leben gewesen, Meditation und Alltag als untrennbar eine Einheit zu empfinden. Jetzt habe ich unlängst gelesen, oder, dass Sie ja ganz in unserer Nähe hier in Innsbruck Ihre Wurzeln haben. Ihr Vater stammt aus Südtirol, also Sie haben eine sehr bodenständige Erziehung genossen. Das ist sehr richtig. Ich habe meine ganzen väterlichen Wurzeln und meine innere Heimat. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Berge, obwohl ich im Flachland aufgewachsen bin. Ich habe eine ganz tiefe Verwurzelung zu dieser ganzen Bergregion, die vor allen Dingen einen Überblick hat, eine lichte, helle, klare Welt, die mit sich und, in Tirol würde man sagen, mit seinem Herrgott im Reinen ist. Das ist eine Lebensphilosophie. Und ich glaube, dass ein Bergleben eine Lebensart ist. Das ist die Art zu schauen mit Überblick, die Art zu schauen mit Verbindung zu harter Erde und echter Erde, guter, fruchtbarer Erde. Und es darf auch der gute Wein dabei sein. Ja, sehr schön. Was ist es denn Ihrer Meinung nach oder was gerade jetzt im Moment viele Menschen zu diesem Thema, auch zu Ihrem Buch, das ja mittlerweile in wenigen Monaten auch schon ein Bestseller geworden ist, hinführt? Ich glaube, die Sehnsucht der Menschen nach Beständigkeit, nach Werten, nach einer Tiefe im Leben, nach Sinn im Leben ist viel, viel, viel größer, als man landläufig entweder zur Kenntnis nimmt oder aber, dass es hat sich noch nicht allgemein verbreitet, obwohl es zurzeit ganz viel Meditations- und Achtsamkeitsseminare gibt und es durchaus auch Mainstream geworden ist. Aber trotzdem gibt es die innere Sehnsucht nach, was ist mit meinem Leben? Warum turne ich auf diesem Planeten 20, 30, 70 Jahre herum? Und geht es nur darum, irgendwie berühmt, reich, erfolgreich, der Erste, der Schnellste, der Beste zu sein? Oder gibt es noch etwas, was mich als ganzen Menschen tief im Herzen befriedet und befriedigen kann? Worum geht es denn Ihrer Meinung nach? Nach meiner Meinung geht es darum, sein ganzes Potenzial zu erkennen. Zu erkennen, dass man der wird, der man schon ist. Das ist ein sehr kryptischer Satz, das ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche, werde der du bist. Das bedeutet, dass man der werden muss, der man schon in seinem Herzen ist. Das ist ein Prozess der Entwicklung. Ein Potenzial ist uns geschenkt. Wir sind alle begnadet mit Intelligenz, mit gutem Aussehen. Wir haben zwei Beine, zwei Augen, Ohren. Wir können riechen, schmecken, fühlen, kommunizieren. Und wir verschwenden diese wunderbaren Eigenschaften ganz oft für Unsinn und für nutzlose Dinge und haben trotzdem eine Sehnsucht nach Bedeutung und nach Tiefe im Leben. Mhm. Und wie kann uns da die Meditation helfen? Wenn Sie einfach mal Zeit für sich haben, wenn Sie sich einfach mal still hinsetzen können und können sagen, ich kann mal 20 Minuten einfach nur still, einfach gar nichts mehr tun. Einfach nur mit mir sein. Nicht mehr schrauben, machen, drehen, manipulieren, hin und her rennen, dort erledigen, dort ackern, da ist eine Lücke, muss zugemacht werden. Sondern Sie setzen sich einfach mal jeden Tag, wenn es geht, eine bestimmte Zeit, sagen wir mal 20 Minuten, still und aufrecht hin und versuchen einfach bei Ihnen zu bleiben. Und wenn Sie diese einfache Übung machen, werden Sie erkennen, dass Sie eigentlich ganz wenig Zeit für sich haben.
dass die meisten Menschen ständig von einem nach dem anderen Ziel rennen und rastlos sind und die Zeiten, wo sie nicht mehr nach dem Ziel gucken, so erschöpft sind, dass sie einfach nur noch vom Fernseher abhängen können und sich niederballern lassen von einer anderen Unterhaltungswelt, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich bin es mir wert, ich nehme mir Zeit, ich höre mir mal selber zu, wie mein Geist funktioniert und wie mein Herz funktioniert. Jetzt haben Sie über die Jahre hinweg wirklich tausende Seminarteilnehmer schon begleitet und mit solchen Methoden vertraut gemacht. Was sind so Erlebnisse, die Sie daraus mitnehmen, die dann passieren, wenn man sich dem öffnet? Ich habe das große Glück, seit vielen, vielen Jahren Seminare zu machen, und ich habe viele Menschen zum ersten Mal zu diesen Seminaren kommen sehen. Die haben noch nie in ihrem Leben meditiert, und ich treffe viele, viele, viele dieser Menschen im Laufe der Jahre immer und immer wieder. Und manchmal, ich habe jetzt vor kurzem jemanden getroffen, der sagte, weißt du noch, vor 20 Jahren war ich dort und dort bei dem und dem Seminar, dann sagtest du einen Satz und der Satz hat mich total bewegt. Und dann hat er mir den Satz gesagt. Ich konnte mich erstens weder an den Menschen erinnern, noch an den Satz. Ich fand den Satz übrigens auch gar nicht so prickelnd und so tiefgehend. Aber die darin damit verbundene Bereitschaft dieses Menschen zu sagen, ich sitze mit diesem Satz. Ich nehme den als eine Inspiration zu sagen, ich mache diese, in Anführungszeichen, unsinnige Übung des Stillsitzens. Und Meditation ist sehr wahrscheinlich einfach nur eine Übung, wo man still sitzt, ohne dass sie jetzt wirklich unterm Strich sagen, was habe ich als Ergebnis, wo führt das hin? Vielleicht ist es eher eine unsinnige Übung, kann ja sein. Aber es wären nicht die einzigen 20 Minuten eines Tages, die man unsinnig verbringt. Verbringen Sie unsinnig, aber in guter Meditationsposition, wach und freudvoll. Und diese Übung beeindruckt die Menschen und verändert die Menschen vom Grunde her, im Herzen ganz tief, weil sie von innen anders gucken. Und da kommt auch der Titel meines Buches ins Spiel, wie vor was. Alles verändert sich dadurch, wie wir schauen, nicht was wir sehen. Die Frage ist, mit welchem Blick, mit welcher inneren Haltung schauen wir aus den Augen hinaus in die Welt. Das bestimmt, ob dieser goldene Tag ein goldener Oktobertag ist oder viel zu kalt, schlechtes Wetter, leider. Oder was auch immer. Das hat was damit zu tun, mit welcher Haltung man nach draußen guckt. Ist es auch das, oder was Sie mit dem Wort Achtsamkeit meinen? Genau. Das ist das, was achten kann auf etwas anderes. Meditation ist die Übung der Achtsamkeit. Das bedeutet, wir achten das, was wir sehen, und den, der sieht. Wir beachten beides. Wir haben Achtung davor. Es ist eine achtsame, offene Haltung, die die Dinge wahrnimmt und nicht die Dinge verpennt und nicht die Dinge verdrängt und nicht die Dinge irgendwie unter den Teppich kehrt, sondern man guckt sich Dinge an. Und manchmal wollen wir die Dinge deswegen nicht anschauen, weil wir vermuten, dass wir vielleicht Leichen im Keller haben. Vielleicht haben wir Leichen im Keller, aber das ist ja kein Grund, nicht in den Keller mal zu gehen und zu gucken, ob da wirklich eine Leiche hängt. Und wenn da keine Leiche ist, dann sollte man ein anderes Leben führen können als jemand, der ständig Angst hat, erstens, dass er Leichen im Keller hat, und zweitens Angst hat, jemals in seinem Leben einmal in den Keller zu gehen. Diese Achtsamkeit, die da eine große Rolle spielt, die wird aber gegenübergestellt auch anderen Tugenden, wenn man so will. Und eine davon, die sehr oft bei Ihnen erwähnt wird, ist das Thema Mut. Können Sie da was dazu sagen auch? Ja, das knüpft auch an dieses Thema von vorher, die Leichen im Keller. Wir leben mit einem Leben, als gäbe es Ecken in unserem Dasein, die wir nicht sehen wollen oder nicht sehen können oder glauben, nicht sehen zu sollen. Zum Beispiel Vergänglichkeit. Die meisten Menschen haben ganz viel Angst davor, dass die Welt vergänglich ist, dass sie irgendwann krank werden und irgendwann sterben. Aber dass man die Augen und die Ohren verschließt vor dieser Tatsache, bringt weder die Krankheit weg, noch die Tatsache, dass wir irgendwann sterben müssen. Die Haltung, dass man sagt, ich möchte mir mein Leben so angucken, wie es wirklich ist, ist eine mutige Haltung.
Da braucht man Mut dafür, da braucht man eine Courage, da kann man kein allzu großer Feigling sein, der immer wieder sagt, ich will es nicht sehen, ich verdränge das, ich mag bestimmte Realitäten des Lebens nicht sehen. Dazu braucht es Mut. Und wie Hölderlin sagt, dort, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Dort, wo die Achtsamkeit und das Gewahrsein einer Wirklichkeit ins Bewusstsein kommt, da wachsen auch die geschickten Mittel, damit gut umzugehen. Das heißt, wenn wir schon mal mit der Taschenlampe vorsichtig im Keller geleuchtet haben, dann sehen wir schon den Lichtschalter für das große Licht. Und dann drehen wir den mal mutig um und dann sehen wir, in dem Keller war seit Jahren keine Leiche. Das war eine Geschichte, die wir von unseren Eltern oder Großeltern gehört haben. Das ist nicht unsere Leiche. Der Keller ist völlig in Ordnung. Und wenn man dann aber draufkommt oder dass man vielleicht selber das Problem ist? Ja, wir sind immer das Problem. Wir sind immer das Problem, wir sind aber auch die Lösung. Das Ganze, der ganze Dreh, die Meditation setzt bei dem Menschen an, der all diese Welten sieht und betrachtet. Wir arbeiten in der Meditation nicht mit der Projektion, sondern mit dem Projektor. Der diese ganze Welt sieht. Wir sind mit Sicherheit das Problem, wenn wir Probleme haben, aber wir sind genauso auch die Lösung, weil es Lösungen gibt. Und die Grundgeschichte, die der Buddha, der historische Buddha in der Meditation entdeckt hat, war, ich bin schon immer in Ordnung gewesen. So wie ich bin, war ich schon immer wunderbar. Das ist das, was man in der buddhistischen Welt Erleuchtung nennt. Der Buddha hat entdeckt, dass er schon immer erleuchtet war. Falls man solche hohen Worte benutzen mag, ich mag die eher vermeiden. Besseres Wort ist zum Beispiel, dass man in seinem ganzen Wesen komplett gesund ist. Dass es grundlegend gut ist. Die Welt ist gut, unser Leben ist gut und wir glauben es nicht. Glauben Sie, dass es für jemanden in Asien da leicht ist, einen Zugang zu finden wie in Europa? Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Menschen in allen Gegenden der Welt und in allen Jahrhunderten gleich sind. Das können Sie daran sehen, Sie können Sätze lesen, die hat jemand vor 1200 Jahren in Japan oder in China gesagt. Die sind so aktuell und so völlig wahr, auch im 21. Jahrhundert. Und es gibt Dinge, die, wenn Sie im Fernost sind, dort ist die Meditationsübung zum Beispiel am Untergehen. Dort verschwindet sie. Wenn Sie heute nach Japan gehen, ich kann jedem dritten Japaner mehr über seine Kultur erzählen, als er selber weiß. Da gibt es keine große Wertschätzung über deren Traditionen. Und dieses Wissen ist in die westliche Welt gekommen und vermischt sich mit unserem unglaublich klugen alten Fundus von Weisheit und Wissen. Das ist keine Weisheit aus dem Osten, sondern es ist eine Weisheit, die auch in der westlichen Welt, wir haben kluge Philosophen, wir haben wunderbare Klöster, in denen kontemplative Traditionen gepflegt wurden. Da gibt es ganz, 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 ganz viel Wissen. Und vielleicht ist auch Ihre Großmutter eine sehr, sehr kluge Frau. Also meine Großmutter, da habe ich jetzt ganz kurz drüber nachdenken müssen. Sie ist leider schon lange tot. Die war eine sehr, sehr kluge Frau in dieser Beziehung, was Lebensweisheit betrifft. Was kann denn jemand, der in Ihre Seminare oder Vorträge geht und sich einfach einmal auf dieses Thema, auf den Zugang einlassen möchte, erwarten? Er kann erwarten, dass er nichts glauben muss. Punkt. Er kann erwarten, dass da keine Missionierung passiert. Und er kann erwarten, dass er in seinem kritischen, hellwachen, intelligenten Geist angesprochen wird, der dann in vollem, wegen mir auch kritischem Hinterfragen sagt, was ist denn die Essenz meines Lebens? Und dann darf er gerne mit mir auch, während ich einen Vortrag mache, mich unterbrechen und sagen, das stimmt ja gar nicht oder das glaube ich mal gar nicht. Und dann könnten wir versuchen, gemeinsam herauszufinden, ob es doch Argumente gibt, die vielleicht dafür sprechen, darüber nochmal nachzudenken. Sehr spannend, ich freue mich da schon sehr drauf. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie haben ja selber schon erwähnt, oder dass Sie der Hippie im Dorf waren und damals gegen Ihren sehr strengen Vater auch rebelliert haben. Für Hippies sind Unternehmen und die Wirtschaft ja doch ein bisschen ein rotes Tuch gewesen. Aber jetzt nicht nur in der rückblickenden Betrachtung, hat nicht Unternehmersein schon auch sehr viel mit Kreativität und Freiheit zu tun? Und sind Sie vielleicht doch im Herzen immer noch so ein Hippie?
Ich sehe das alles als Kompliment. Also ja, ich ja, absolut. Kann als Herzen-Hippie bleiben. Ich sehe überhaupt nicht mehr so aus, als ganz vielen Jahren. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall, ich möchte diese Frische und diese unbekümmerte Sorglosigkeit mir in meinem Leben bewahren. Ich möchte mir den Humor bewahren. Wir haben in jungen Jahren sehr, sehr viel gelacht. Wir waren ganz viel draußen und wir haben wirklich in großem Einklang mit dieser Natur und diesen Dingen gelebt. Und damals war uns diese Tiefe der Philosophie und der Meditation oder all dieser Thematik immer wichtiger als nur, und das bitte nur in Anführungszeichen, der materielle Erfolg. Aber Materie ist grundlegend völlig wichtig. Wir brauchen ein Auskommen. Wir haben Verantwortung für die Erde. Wir können mit Geld und mit Reichtum sehr, sehr viel wunderbare Dinge bewegen. Und ich finde, das ist kein, das muss ich nicht ausschließen, erfolgreicher Unternehmer zu sein und gleichzeitig das Leben zu genießen und im Herzen jung und frisch und jugendlich zu bleiben. Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Leiter. Ich freue mich schon sehr darauf, Sie persönlich kennenzulernen und danke Ihnen für das Gespräch heute. Und ich bedanke mich bei Ihnen für diese wunderbare Einladung und ich freue mich wirklich ganz, ganz riesig und ich freue mich auch auf die Berge. Schön.